Ihren Scheibenwischermotor von Valeo auszutauschen, benötigen Sie das folgende Werkzeug: einen Ratschenschlüssel, passende Nüsse, einen Abzieher, einen Splintentreiber. Stoppen Sie Ihren Motor und ziehen Sie den Zündschlüssel ab. Warten Sie mindestens 5 Minuten, damit das Motorsteuergerät völlig abgeschaltet ist. Markieren Sie die Endposition der Wischblätter auf der Windschutzscheibe. Öffnen Sie die Motorhaube. Entfernen Sie die Muttern der Wischerarme. Entfernen Sie die Wischarme mit Hilfe des Abziehers. Entfernen Sie die Abdeckungen am Wasserkasten. Klemmen Sie das Versorgungskabel des Scheibenwischermotors ab. Entfernen Sie die Schrauben des Wischergestänges und nehmen dieses heraus. Bauen Sie den Wischermechanismus aus. Lösen Sie die Lenkstangen vom Umlenkhebel. Bauen Sie den Motor aus. Bauen Sie den neuen Valeo-Motor ein. Richten Sie den Umlenkhebel mit Hilfe der Markierung aus. Schrauben Sie den Umlenkhebel auf der Motorachse fest, wobei die Ausrichtung beibehalten wird. Überprüfen Sie den Zustand der Wischblätter. Verwenden Sie für ein besseres Ergebnis neue Wischblätter von Valeo. Befestigen Sie die Wischerarme wieder in der markierten Stellung. Stellen Sie den Kontakt her und überprüfen Sie alle Funktionen, Beweglichkeit, Qualität des Ergebnisses und Wischgeschwindigkeiten.